Während Sie sich noch zu Hause auf Ihrem Sofa die Eier schaukeln, ist die Weltverschwörung in vollem Gange. Die Regierung mit den Medien, mit den Banken, alles. Wer sich da jetzt genau wie verschworen hat, weiß ich nicht, weil auch ich eine dumme, von den Massenmedien gehirngewaschene Bürgerin bin. Aber das wird sich jetzt ändern, ich schwöre. Ja, es gibt sie wieder, die Montagsdemos, wie hier in Berlin. Da tummeln sich nicht nur Softies, die für den Frieden trommeln. Hier gibt's auch richtige Vordenker, die uns schonungslos die Augen öffnen. Ist es geplant, Berlin mit einem Bombenteppich zu überziehen? Vielleicht sogar nuklear? Ein Atomkrieg und unsere Regierung schaut tatenlos zu? Das alles kommt daher eigentlich, dass Angela Merkel ein Pudel der USA ist. Also alle Befehle für Angela Merkel kommen aus den USA. Die Kanzlerin ist also ein Pudel und die Goebbels-Propaganda unserer Staatsmedien sagt uns davon keinen Piep. Warum haben sich die Massenmedien gegen die Menschen verschworen? Die Massenmedien, darf ich das? Natürlich. Die Massenmedien haben ein Problem. Sie sind in dem Bereich, dass sie weisungsgebunden sind. Die deutsche Staatsangehörigkeit von Adolf Hitler vom 5.2.1934, alle Gleichschaltungsgesetze aus dem Staatsgrundgesetz des Dritten Reiches, neues Staatsrecht immer noch in Anwendung haben. Der einzig freie Journalismus, den wir heute haben, spielt sich mehr oder weniger im Internet ab. Ach so, im Internet findet man nämlich nicht nur Katzenvideos, sondern auch jede Menge seriöse Informationen, zum Beispiel über die NSA. Die NSA liest unsere Gedanken mit. Ich wollte fragen, ob du vielleicht auch einen Aluhut willst. Weil ich glaube, ohne Gedankenschutz kann man heutzutage nicht mehr auf die Straße gehen. Ganz kurz durch eine Ankündigung. Wenn ich jetzt schon wieder höre, dass die Bundesregierung jetzt Bürgerdaten übermitteln will an die NSA, habe ich heute im Internet gelesen. Ne? Ob das nur jetzt stimmt oder nicht, aber ich denke, ja, weil da wird ja nicht, da wird nichts gegen getan. Und ich finde es krass einfach nur. Vieles habe ich heute gelernt. Die NSA plant mit Goebbels und dem Pudel von Angela Merkel einen Atomkrieg. Doch einige Fragen sind auch noch offen geblieben. Warum sterben die Urzeitkrebse aus dem Yps-Heft immer so schnell? Und wie viele Aliens stecken im Gehirn von Veronika Ferres? Das war Caro Corneli für die Medienmafia von Extra 3.